dunkel hier. Oh mein Gott. Warum ist das so? Hier ist ja... Kann man hier irgendwo das Licht anmachen? Hallo? Oh, krass. Help me. Oh, man kann die Schranktüren gar nicht mehr aufmachen. Doch. Ah, da ist ein Skelett drin. Fußabdrücke. Okay, hier kommt man nicht raus, aber die Tür ist ein bisschen offen. Go away. Okay, krass. Richtig cool gemacht. Mega. Where am I? I'm under the cabin. Help me. Oh, das ist ein umgedrehtes Kreuz, was hier schon kaputt ist. Das ist ja cool. Sie ist ein bisschen runter, weil du sollst ihren Coach schicken, soll ich sagen. Okay. Ich musste jetzt erstmal gucken. Ey, das ist ja mega. Ist ja mega. Kannst du das ja auch nehmen? Nein. Krass. Okay. I've gathered a list of other hunters asking for help. Ich mach schon mal ein bisschen dunkler hier. Es muss ja zur Stimmung passen. Oh, ich liebe es, wenn man sich so Mühe gibt bei Dingen, ja? Und das ist ja wohl... Was ist denn das bitte für eine coole Idee? Who are these people? I don't know. Help us. Oh, ja, ich versuch's ja. I hate it here. Hallo? Ah, Gott, jetzt war ich... Ah! Kilo, Kilo ist auch schon... Puschel, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jumpscare Nummer 1. Ja. Was ist das hier? Ja, nimm, du musst dir ja so eine Spermalampe nehmen. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ich habe vielleicht eine Runde gespielt. Aha, aha, so, so. Ich habe die neue Map, das ist nicht aber Angst. Oh Gott, hier steht, oh Gott. Offensichtlich habe nicht nur ich mich erschrocken. Hallo, Gavman. Du wolltest noch Bärenfang? Ich habe keinen mehr. Ich habe keinen Bärenfang mehr. Der ist alle. Gavman, sag nochmal was. Ja. Okay. Das wusste ich ja noch gar nicht.
Den Schrank hast du auch schon aufgemacht? Ja, ja. Ich hab mich gerade so erschrocken, wie ich es bei mir gemacht habe. Please help, stay don't. Warte, don't go, stay wait. You will die. Ja, ja. Es liegt da mal unterm Tisch. Es tut deswegen mir leid. Ist das so duster? Ja. Oh mein Gott, ey. Hinterlasse ich die Fußspuren? Nee. Nee, nee, die waren schon. Wie geil ist das denn? Ey, ich vor allen Dingen, du hast eine Maske auf. Okay. Wieso hast du eine Maske auf? Wieso liegt dir Stroh? Habe ich auch eine Maske auf? Ah, du hast auch eine Maske auf. Das ist... Die sind das habe ich gar nicht gesehen. Das Geile ist, ihr habt verschiedene Masken auf. Wie verschiedene? Jetzt ist es eins aus, als wäre ich in meinem Kopf so zusammengedunst. Also ich muss euch auf jeden Fall einen Jumpscare, Quatsch, nicht einen Jumpscare, sondern ein Easter Egg gibt's da noch. Ja doch, das sind wirklich verschiedene Masken. Du hast Haare. Ja. Entschuldigung. Was hab ich? Keine Ahnung. Ich seh mich ja nicht. Du hast, du siehst irgendwie aus wie diese olle, komische, die mit den, ja, der diese Geist, komische auf die Twitch, die aussieht wie, die so blonde, irgendwie, der Haar, ja, also irgendwas. Die blonde da. Ja, okay, so sehe ich. Alles klar. Ja, na, das wird ja interessant. Gemacht, ey. Mach mal, will man einen Auftrag aus? Achso, oh Gott, sind das viele. Alle wahrscheinlich. Nicht alle, ja. Ah, okay. Gucken, ob du die neu auf Anhieb findest. Ich musste suchen. Na, die Maple Lodge Campsite ist ja neu. Und es gibt einen neuen Schwierigkeitsgrad. Lies dir den mal durch. Naja, das hat die Biene gerade schon angedeutet. Ah, guck mal, jetzt sieht man hier, wie viele Räume das sind. Ne, wie viele Quadratmeter wahrscheinlich. Oder so. Mhm. Drei Treppen. Okay, warte mal. Anfänger. Na, das hat man ja schon. Lange Einrichtungszeit, lange Schonfrist für die Jagd, kurze Jagddauer, Pillen für die geistige Gesundheit, denn viel geistige Gesundheit wieder erlangen. Der Hälfte der verlorenen Ausrüstungswert ist, wenn du stirbst. Fortgeschritten, Standard Geisterjagderfahrung. Durchschnittliche Einrichtungszeit, durchschnittliche Jagddauer, Pillen zu werden. Sicherungskasten am Anfang. Ah, den muss man quasi nicht erst weit suchen. Weniger Orte zum Verstecken wieder, aber woher weiß man denn, dass es weniger Orte sind? Oder ist jetzt dieses, Profi. Für erfahrene Geisterjäger, der Raum des Geistes kann sich selten ändern. Oder kann sich ändern. Mhm, im nächsten Schwierigkeitsgrad. Also wir haben auf der Map gerade eine fortgeschrittene Runde gemacht. Keine Eisrunde, kurze Karenzzeit für die Jagd, lange Dauer der Jagd, Pillen für die geistige Geistergesundheit kaum wieder her, Sicherungskasten stattet ausgeschaltet, viel weniger Verstecke. Aber dass der denn Raum wechselt? Eine Herausforderung für die Besten der Besten. Albtraum. Geister verstecken eine Art von Beweismitteln. Der Raum des Geistes ändert sich manchmal. Keine Vorbereitungszeit, kurze Gnadenfrist für die Jagd, lange Jagddauer. Tötungen verlängern die Jagddauer. Ach, der kann jetzt, wenn der einen gefunden hat, noch weiter jagen? Okay. Pillen für die geistige Gesundheit stellen viel weniger geistige Gesundheit. Sicherungskasten stattet aus fast keine Verstecke. Ja, dann spielen wir Anfänger, oder? Mit Albtraum an. Also Albtraum, da sehe ich mich so gar nicht. Ich mich auch nicht. Ich würde sagen, die neue machen wir erstmal auf fortgeschritten, oder? Ja, bitte. Albtraum ist echt nicht lustig. Ja, ihr, weil ihr immer nur gewinnen wollt und rein, raus, fertig. So seid ihr nämlich. Ohne Vorspiel und Nachspiel. Ihr wollt einfach nur... Und so... So, was hast du gerade gesagt? Ich habe vielleicht gerade erst gesehen, dass du streamst. Ups. Ach so. Ja. Ist ja egal. Seit wann sitze ich am PC und der Stream ist aus? Gibt's da gar nicht. Ich habe hier Mischpult-Probleme gehabt vom Feinsten. Ich war kurz davor, alles steht und liegen zu lassen, mich in der Ecke zu setzen und zu weinen. Was? Hä, bist du online? Ja, nee, aber ich habe irgendeine Datei gelöscht und mein Mischpult hat das nicht mehr gefunden und konnte sich nicht mehr verbinden mit meinem Rechner. Ich war...
Lass dich nicht ärgern, Biene. Ihr habt jetzt den Ruf bei mir weg. Ihr seid jetzt die Phasmus-Sondereingriffseinheitstruppe im Feld Wilbeton. Alle gleiche Uniform und im Marsch dort rein und wieder Sakin raus. Sakin möchte nicht mitspielen? Der muss erstmal Update laden. Ich starte jetzt. Ich bin. Ich starte jetzt. Go, go. Also, ich warte hier im Van. Ich habe ja die Map schon gemacht, also... Nein! Ich das auch alleine. Ach, guck mal hier! Ach, und da kann man in die verschiedenen Bungalows und so rein. Okay. Ach, du Scheiße. Ach, guck mal, wir sehen uns sogar im Van. Cool! Genau. Ah, krass. Ja, das ist der Stromkasten. Das ist mit der Maske das, und der Kopfkamera. Du siehst auch nicht viel besser aus, ey. Nein, aber weißt du, die Kopfkamera durch die Maske. Das ist Corona, lass es jetzt. Update ist, ist der Stromgenerator, das ist aber nur bei der Map Respekt, so. Respekt nicht zu wechseln mit Schiss, ist auch ein wesentlicher Faktor, okay. Ich weiß, da hinten reinkommt. Wie bitte? Hab ich vorhin, da lag der Schlüssel vor der Tür. Echt, ja? Du hast auf hier dieses Boden. Haus, guck mal, da rechts oben hast du das Haus. Mhm. Da lag ja bei mir unten auf dem Boden ist so ein kleiner Teppichvorleger und da lag der so halb versteckt. Ach, du hast es auch schon gespielt. Ich bin fast nur durchgerannt einmal. Ach so. Okay, womit rüsten wir uns aus? Ich habe eine Taschenlampe. Der Strom ist ja weiß schon an. Nicht. Aber genau, wie ist denn das mit dem Strom, wenn wir outdoor sind? Mit dem Strom sag ich schon. Mit der Temperatur? Nee, aber mit der Temperatur, wenn wir outdoor sind. Ist der Geist draußen? Kann der auch draußen sein? Ja. Aha, okay. Also ich nehme keinen Fotoapparat mit, weil, nein. Einfach nein. Da Knochen zu finden, ist schwierig. Okay, ich habe jetzt EMF und Geisterbox mitgenommen. Ich habe Videokamera und Temperaturmoped. Ich habe was ganz anderes. Geisteszustand unter 25? Ich habe gesagt, ihr sollt nicht so viel verraten und jetzt sagt ihr trotzdem schon alles. Geister-Event, Steven Clark. Ja, wir rennen einfach mal los, oder? Und reagiert auf alle, ist gut. Erstmal gucken hier. Am Schluss holt uns ein Bär. Ist das nur bei mir so nebelig oder bei euch auch? Nö, das soll wahrscheinlich so sein. Ja, bitte. Guck mal, pass mal auf. Bist du hier hinten? Wer, ja, ich weiß noch nicht, wer du bist. Links oder rechts? Hier. Bin ich jetzt richtig? Bitte schön. Ja, was war das jetzt? Hier kann er auch drin sein. Ach so, ja, das habe ich mir schon gedacht. Dass der auch in den Zeiten sein kann. Das Geräusch ist voll laut. Mhm. Ich gehe mal kurz gucken nach dem Stromding. Müsste eigentlich hier irgendwo sein. Mal bloß wissen, wo die Dinger hier aufgehen. Aber krass auf dem Feldplatz, hä? Kann man das hier zumachen? Aber ist ja dunkel, nebelig hier. Ne? Gib uns ein Zeichen. Vielleicht. Beide. Vielleicht. Ey! Der krasse. Hallo, Morfresh. Bina hat gerade geschrieben, dass sie mitspielen will. Die spielt ja schon mit dem Turkuin und dem Toni und dem Spike. Die sind da schon bestimmt fünfmal durchgerannt. Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Es ist voll nebelig, hier ist eh nix. Wo bist du? Ja. Wo bist du? Oh mein Gott, ey. Ich hab noch ein Easter Egg gefunden. Wie geil ist das denn bitte?
Wie alt bist du? Wie alt bist du? Okay, wenn der Geist mich jagt, springe ich ins Wasser. Ich springe mich eigentlich selber um. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Gib uns ein Zeichen. Ja, der ist halt noch nicht aktiv, ne? Das kommt ja erst noch. Ich hab den Generator. Ich glaube, ich habe gerade was gehört, aber ich komme so nicht rein. Gib uns ein Zeichen. Aber das hier ist schon eine Map, wo man sich wahrscheinlich auch hinter Sachen verstecken kann, oder? Gib uns ein Zeichen. Haus ist auf. Also wenn man die Map so noch gar nicht kennt, dann ist es schon ein bisschen... Wo bist du? Hinten im Haus ist ein Steg. Da müsst ihr mal ins Wasser gucken, wenn es da auch jetzt schwimmt. Habt ihr im Haus das Licht angemacht? Ich hab's. Gavin macht doch immer die Ach, du bist hier oben, okay. Nicht immer. Nicht immer. Das Haus ist cool. Wo bist du? Unten. Wie alt bist du? Habe ich gerade den Generator gehört oder was war das? Hier. Wir werden alle sterben. Sieben? Habt ihr das mit dem Stream-Kollegen mitbekommen? Ich kenne den nicht, nein. Ich glaube, der ist hier im Schlafzimmer. Ich hab's ausgemacht. Welches Schlafzimmer? Hier ist ein Schlafzimmer? Also ja, so ein Schlaf. Nische. Aber hier sind es 8 Grad und der schmeißt hier irgendwo. Gib uns ein Zeichen. Bist du da? Im Badezimmer sind es jetzt nur noch 1 Grad gewesen. Ja, ich hab das gehört. Wo bist du? Ja, das war auch gar nicht laut. Ah. Oh, jetzt haben wir hier EMF. Okay, EMF-Ausschlag, aber nur auf 2. Aber wir haben Geisterorb, ja? Okay. Wo bist du? Handabdruck auf der Tür. Ich finde nie zurück in den Van, ey. Gut, toll. Ich dachte, du führst uns. Gut, ich hol da mal noch ein paar Sachen, ja? Ist aber nur 2, was hier ausschlägt. Aber dieser Generator ist so scheiße laut. Ich komm mit, ich komm auch noch Sachen holen. Okay, wir haben zumindest schon mal den Raum gefunden. Hallo, Afokachi. Ich glaube hier lang. Hallo Mainkrieger. Hallo Miss Fnatic. Gavin weiß, wo der Ausgang ist. Das ist gut. Du, aber wieso war das Tor zu oder war das nicht zu? Ich hab's aufgemacht. Doch. Der Gavin hat nur 1 aufgemacht. Ach so, ja. Okay. Naja. So, wie sieht unsere Sanity aus? Naja. Wir gucken mal. Also, wir haben 2 Hinweise: Orbs und Fingerabdrücke. Dann ist das eine Banshee, Handtuch oder Obak. Gesundheit. Obacke.
Das heißt, was kann es noch sein? BMF 5. Temperatur. Oder Dot. Aber hattest du nicht gerade 1 Grad? Dann ist es doch eigentlich. Ich war ja nicht lange genug zu drin. Wir waren ja nicht lange genug drin. Ansonsten, also ich habe jetzt nochmal ein Buch. Nee, warte, Buch brauchen wir ja nicht. Oh ne? Nein, halt, hier geblieben. Nee. Dann nehme ich nochmal das Temperatur-Moped. Ich nehme eine Kerze mit. Und. Und ich nehme. Und ein Kruzifix. Und, ja. Besser ist. Okay. Go, go, go. Ja. Lang nicht mehr vorbeigeschaut. Ja, und doch wieder gefunden. Ich schon mal irgendwas zu essen. Ja. Also detailliert ist die Map auf jeden Fall. Wo müssen wir hin? Da. Rechts. Wie rechts? Oh, Claudi. Das Claudi, führen doch bestimmt. Zurück. Da führen doch bestimmt viele Wege nach oben. Nein? Okay. Sagen wir es mal so, man kann den Geist so gut looten. Ja, aber diese Festbeleuchtung hier, die war doch gerade nicht an, oder? Die hab ich angemacht. Ja, die Gavman angemacht. Ach, diese Gavman. Das ist Wegmarkierung, damit ihr den Weg findet. Aha. Das ist auch so nicht. Da könntest du mit einer Leuchtfackel durch die Gegend rennen. Welcome, steht hier. Willkommen in Frieden. Peace out. Hier hattest du einen Fingerabdruck, ne? Ja. Scheiße. Der jagt doch gerade. Jagt er ja, ne? Ja, ich glaub schon. Okay, dann schnell weg. Oder auch nicht? Aber es hat doch geflackert. Aber es hat doch. Ha. Ich möchte einen Burschen nehmen. Nee. Also, wenn das keine Jagd ist, dann weiß ich auch nicht. Scheiß die Wand an, ey! Oh, hab ich mich jetzt eingeschlossen? Gehst du jetzt wieder zu, bitte? Geh zu! Ach, danke. Warum doch noch die Dutz aufstellen? Das geht so nicht. Wie lange geht denn so eine Hand jetzt? Weiß ich nicht. Weiß jemand, wie lange so eine Hand geht? Nein! Ich hab ein bisschen Angst. Wo seid ihr denn? Vielleicht wieder auf dem Weg zurück, Gavin ist wahnsinnig. Ich geh mal unsere Sanity gucken, falls ich den Van wieder finde. Viel Glück. Aber wieso rauscht denn das Walkie-Talkie jetzt nicht mehr? Das ist wirklich komisch, ja. Die Tore waren auch zu, also der hat gejagt. Und der ist schon wieder auf 10. Hä, aber das mit dem Walkie-Talkie, das war immer so, dann wusste man, der jagt noch. Das ist doch scheiße, wenn man es nicht mehr weiß. Da läuft ein Gavman. Wo ist denn... Ne, da läuft ein Puschel. Wo ist denn Gavman? Ach, die ist noch im Haus. Okay. Die rennt da im Haus rum. Ach so, jetzt hat er...
Ja. Ich bin ihm gerade ein bisschen in die Arme gelaufen. Ja, der ist aber ist wieder auf 1. Wir haben aber relativ wenig Sanity. Vielleicht sollten wir... Wir müssen aber 25% dafür. Ja... Auch? Der jagt schon wieder. Die Tore sind zu. Claudia! Nimm meine Hand! Meine Hand! Nimm meine Hand! Ah, jetzt! Geht's jetzt? Ja. Hab mir doch nicht den Zaun vor die Nase. Entschuldigung. Ohne Scheiß, ich bin aus dem Haus raus. Der kam mir entgegen. Ich habe Umriss gesehen übrigens, ja? Du siehst, ich habe den aber nicht gesehen. Ich habe extra geguckt und dann hatte ich Heartbeat, aber ich habe nur Gavin gesehen. Alter Schwede, ja. Also, warte mal, wir haben es doch gleich. Weil wir haben doch gleich... Wir hatten doch gerade... Er huntet schon wieder. Also, sobald es jetzt auf 25 geht, nehmen wir Sanity. Was aber guck mal, da ist ein Orb. Gerade vorbei. Gavin? Gavin! Okay, jetzt haben wir. Jetzt nehmen wir Sanity-Pillen, go go. Ja, Gavin ist auch gerade gestorben. Oh! Oh. Na toll, Pusche, du hast 9%. Ja. Nimmst du bitte 2? Ja. Ja, warte. Ich will da nicht aber hin, der ist böse. Wir müssen. Los. Ist meine Kerze noch an? Ja. Stopp. Was? Ah, du hattest schon eine Kerze? Was hat er denn? Nee, die wollte ich da hin. Was brauchen wir denn? Buch? Oder? Temperaturen? Buch? Buch? Hallo Dr. Dubstep. Wolfie ist Pumpkin Man. Pumpkin. Muss man das Game auch mal holen. Unbedingt More Fresh. Aber, das macht süchtig. Kann ich dir schon mal sagen. Du willst dann ständig... Ich gehe am F5. Ich gehe mal rein, ja? Bevor der Geist einschläft. Ja, ja, ja. Hier ist gerade wach geworden wieder. Nimmst du ein Fotoapparat mit, damit wir die Gavin fotografieren können? Die Temperatur? Was hat es jetzt noch? Der hat mich im Hauseingang links hinter den Tresen getötet. Aber wieso bist du denn nicht aus dem Haus raus? Der ist auf 6. Claudi, du schaffst das auch ganz gut alleine, hab ich gesagt. Ja, ja, warte dort ruhig, bis ich wenigstens das Kruzifix und so hingeschmissen hab. Okay. Hat die Kerze gezählt? Dann ist die Kerze gerade ausgegangen. Verdammt! Ich glaube, ich finde das Haus. Warte mal. Ich dachte, er kommt von draußen reingelaufen, wie bei Pusche. Ach so. Aber ich denke, der Raum ist hier oben. Gavin winkt mir zu. Wir haben Gefriertemperaturen. Dann ist es ein Handtuch. So ein richtiger Lappen, ja? So ein richtiger Lappen. Hattest du jetzt noch Feuerzeug dabei zum Kerzen? Nee, leider nicht. Ich hatte das Kruzifix in der Hand. Hast du ein Futterbereit? Ja, ich habe schon ein Foto gemacht. Ach so, na dann hol ich mal schnell noch Feuerzeug. Ja, ich begleite dich. Okay. Ich will immer M drücken für eine Map. Ja. Kinetic Games, we want to have a map, please. Thank you very much. A lootable map or so. Schon wieder... Warte mal, hier sind die Klohäuschen. Also, da rennt sie los. Oh, der Mond ist voll hübsch. Stimmt.
Haben sie echt schön gemacht. Ja. Wir können ja noch ein bisschen Salz gleich noch mit hinlegen. Dann kannst du da noch Fotos machen, weil der latscht bestimmt durch. Ich hoffe, dass der jetzt in dem Raum ist, aber... Guck mal, Gavin spielt schon wieder mit Fußball. Wo ist denn... Hä? Wo ist denn das Feuerzeug hin? Ich hab's in der Hand. Ah, okay. Willst du gleich zwei machen? Zweites liegt da unten. Da unten liegt noch eins. Aber ich kann ja beide anmachen und du nimmst einfach noch was anderes mit. So. Okay. Der Mond ist aufgegangen. Wir müssen die Gavin hinstellen. Ihr Geist in Frieden ruhen kann. Ja, ja. Sie ist jetzt unser Schutzgeist. Hm. Nee, halt hier lang. Ich will mal links abbiegen, aber man muss erst mal geradeaus laufen. Ich halte den Rücken frei. Das reicht. Ich bin mit einem Feuerzeug bewaffnet. Okay. Ich hab die Kerze. Der Geist denkt so, oh Gott, nein, oh nein, sie haben eine Kerze, nein! Ich piekse dich dann mit meiner Kerze ins Auge. Ob ich die auch hier unten hinstellen kann, die Kerze? Bestimmt. Ah. Ich will ja nicht so. Ja, mal komische Sachen. Der Typ, ey. So, da puste. Ich bin draußen auch schon freezing. Da kannst du es auch schon aus. Ja, hat gezählt. Wollen wir raus? Ja. Sehr schön. Ich habe keine Angst, aber ich bin um deine Sicherheit besorgt, Claudi. Ja, 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 ja. Hm. Ich würde eigentlich gern auch nochmal in den See reingucken. Ja, dann komm. Da kann uns bestimmt nichts passieren. Hier bitte Titanic-Musik einfügen, danke. Okay. Hier, da schwimmt was. Warum wedelt das so? Oder ist es so, dass der Schatten sein? Ja, das ist eine Jason-Maske. Ja, ja, schnell weg, schnell, schnell! Los, los! Ich nehme mir Kaffee mit. Claudi? Ja. Ich hab für uns einen Kaffee to go mitgenommen, ja? Ah, oh, es mag doch noch Cluditino. Ja, dann ist da ein Cluditino drin. Guck. Wie viel Sake kann man noch ein Bier mitnehmen? Ich habe jetzt irgendwas anderes. Awarded United States irgendwas. Guck mal, Gavin hat ein Foto von der Katze hier hingelegt. Ah, oh, wie lieb. Mal, der Geist hat jetzt auch gar keine Lust mehr, ne? Ja, der denkt sich auch, wisst ihr, was ich bin? Schnauze voll. Guck da. Mal, das war Whisky? Das war eine Dose Whisky, die ich mitgenommen habe. Okay, wir hatten Gefriertemperaturen. Alles klar. Gefriertemperatur, Fingerabdrücke, Geisterorb, wir haben ein Handtuch. Also ein Waschlappen. Guck mal, du sagst, er ist jetzt voll ruhig und, ne? Der denkt sich so, ich zeig den Mädels, das jetzt doch mal wieder richtig geht. Okay, Gavin eingeloggt? Ja. Let's go.